Noch ein paar Kreischlinge töten. So. Gut. Geld abnehmen. Oh, ich glaube, das ist das letzte Mal, dass ich Kreischlinge plündere, außer ich sehe, dass sie eine Schriftrolle bei sich tragen. Weil gerade die Magieband-Schriftrolle. Ich höre schon wieder Hobgoblins. Schon wieder Eliten. Ja, das ist der Nachteil, dass Yahira keinen Schild trägt. Sie kann leichter vom Fallen getroffen werden. So, Pfeile nehmen wir nochmal mit. So, Pfeile, Pfeile. Kannst du nämlich gebrauchen. Du Schleuderkugeln. Und du Entrümpelball. Kurz dein Gepäck. Und da ich die beiden Tränke vielleicht auch noch brauchen werde, packe ich sie mal auch hier hin. So, da hast du noch Questsachen. Du hast das ganze Zeug zum Verkauf. Und den einen Trank. Weißt du was, dann pack du den mal da rein. Und du kriegst den zur Aufbewahrung. Erstmal, bis du den getrunken hast. So, und sonst sieht alles okay aus. So, das letzte Fitzelchen. Und wir haben vergessen, nach Osten zu gucken, oder? Ja, haben wir. Also ja, man sieht, das Spiel ist nicht sonderlich linear. Wir könnten uns theoretisch hier die ganzen Gebiete auch noch jetzt ansehen, in einer beliebigen Reihenfolge. Nur halt die Hauptstory ist linear gehalten. Und ja, es gibt Gebiete, die können wir erst betreten, wenn wir mit der Hauptstory voranschreiten. Aber da will ich nicht zu viel vorwegnehmen. Wir durchqueren jetzt einfach Berikost, 0 Reisestunden, bis zum freundlichen Arm durch. Gut. Gehen kurz in den Tempel. Vielleicht sollten wir uns im Tempel auch mal heilen. Ja, das könnte uns auch nicht schlecht tun. Jedenfalls Talisa, Khalid und Yahira. Den Rest können wir dann nämlich in Berigost wegschlafen. Suchen wir uns in Berigost erstmal eine Herberge. Und hier in dem Gebiet müssen wir uns dann auch noch genau umsehen. So. Genau, hier rein. Ihr seid nicht leichter als das unter den Augen von Karl Glitzergold. Gelena Spiegelschatten. Ihr seht doch, seid ihr Thema bei euch, der schwerfällig ist. Kann ich etwas für euch tun? Nein, gibt es nicht. Doch, dieser Mann heißt Samuel. Wir wurden angewiesen, ihn zurückzubringen. Gute Güte, es ist Samuel, haben wir gerade gesagt. Sein Zustand ist sehr schlecht. Ich bin froh, dass ihr ihn zu mir gebracht habt. Sehr schlecht, er ist tot. So ein guter junger Mann. Warum hast du dich bloß von Lena überreden lassen, aus der Faust zu desertieren? Aber was soll's, da kann man nichts mehr dran ändern. Ganz im Gegensatz zu seiner Gesundheit. Hier nehmt als Dank für diesen Dienst ein paar Tränke mit auf den Weg. Kameradschaft, Abenteuer und das Kreieren von Schwertern. Der Stoff aus dem Legende sind nicht wahr. Ein Heldentrank und ein Heilungselixier. Heilungselixiere finde ich immer sehr schick. Und du nimm mal den Trank da oben rein, so. Khalid hat ein Level up. Eine Stufe höher.
Ja, 52 Lebenspunkte. Da hat er so viel wie Talisa jetzt. Gut. Glitzergolds Auge möge über euch auf euren Reisen wachen. Und ich brauche mal ein bisschen Heilung. Einmal leichte Wunden heilen für mich. Einmal für Khalid. Und einmal für dich. Damit bist du sogar voll geheilt, Job. So. 18 Lebenspunkte zu. Sie hat schon 32. Und ich habe 52. Ja. Gut. Beinahe unter meiner Würde. Das wäre erledigt. Nichts leichter als das. Ich will jetzt nach Berikos zurück. Dort suchen wir uns dann eine Taverne. Am besten nicht gerade das Wirtshaus vom Feldpost, wo Transig drin residiert. Hallo ihr da! Ja, hallo du da auch. Transig residiert, beziehungsweise schläft, wohnt. Sondern vielleicht nehmen wir den windigen Schwindler am besten. Der klingt nach einer Absteigung, wo man sich gut drin verstecken kann. Dort rasten wir. Und dann sehen wir. Und dann kümmern wir uns um Transig. Und danach sehen wir uns in Berikos genauer um. So, es ist Tag. Der windige Schwindler müsste hier unten gewesen sein. Also gehen wir einfach mal die Straße da entlang. Oder wir suchen erstmal den Marktplatz im Zentrum auf. Und gehen von da aus zum windigen Schwindler. Der Marktplatz müsste nämlich hier rum sein. Zu spüren bekommen, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Du wirst meinen Absatz zu spüren bekommen. Ja, hier sind viele nette Leute unterwegs. Und das hier ist das Zentrum. Mit einem Stadtschreier. Hört, hört. Alle hören, hören, alle hören. Auf Befehl des Stadtgouverneurs von Berikos, Keldav Ormir, Latandas strahlster Diener und im Interesse seiner Bewohner wird hier mit einem Kopfgeld ausgesetzt. Auf die Ergreifung des wahnsinnigen Priesters Basilus für die Verbrechen wider die Natur, die er begangen hat. Derjenige, der dem Tempel des Morgengesangs Beweise seines Ablebens erbringt, wird nicht weniger als 5000 Goldmünzen als Belohnung gehalten. Alle herhören. Alle herhören. Ja, der hatte was. Ja, du bist ziemlich schüchtern, aber bist ein Stadtschreier. So, du bist bewaffnet. Dich ignorieren wir aber erst einmal. Ich frage mich, wo er sich rumtreibt. Hier müsste nämlich irgendwo eigentlich erst einmal ein Junge sein. Genau, oder ein Mädchen. Talisa, Talisa. Mir hat einer im windigen Schwindler eine Goldmütze gegeben, damit ich euch suche. Woher kennt ihr meinen Namen, mein Kind? Alle sprechen hier von euch. Ihr habt die Bienen von Naschke gerettet. Okay. Hoffentlich ist Transig noch da. Meine Mutter hat gesagt, dass wir die Leute aus Amt zwar nicht mögen, aber dass niemand zu leiden brauchen sollte. Wer möchte mich unbedingt sehen? Sie heißt Offizier Wei und gehört zur flammenden Faust. Und ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, sie ist echt nett. Die will vielleicht Hilfe von uns, nach dem, was wir Naschke gemacht haben. Oder sie will uns zur Rechenschaft ziehen, weil wir Arm geholfen haben. Danke, mein Kind. Ihr habt euch eure Goldmütze verdient. Ich werde bald in den windigen Schwindler gehen und mich mit Wei treffen. Gut, ihr seid ja echt nette Leute.
Meine Mutter hat gesagt, dass die Schwertkreuze heutzutage ein paar echte Helden nötig hat. Möge Timora euch beschützen, alles klar? Gut, Tagebuch aktualisiert. Also erst einmal, wir haben gehört, dass ein Mann namens Basilus ein Kopfgeld auf einen Mann namens Basilus ein Kopfgeld von 5000 Goldmünzen ausgesetzt ist. Keltaf Omir wird uns die Belohnung überreichen. Er hält sich in Latanda Temple gleich östlich von Perikost auf. Ein Mädchen namens Chloe erzählte uns, dass ein gewisser Offizier Wei eine Unterredung mit uns wünscht. Er wartet den windigen Schwindler auf uns. Übersetzungsfehler, Wei ist eine Frau. Hey da, Wanderer! Oh, bleib mal kurz, dich kennen wir doch auch. Anstehen. Erneut kreuzen sich unsere Wege. Es ist wohl an der Zeit, dass wir uns vorstellen, da wir uns zweifellos wieder begegnen werden. Ich heiße Elminster. Ich will eben mal Elminster sagen, aber er heißt Elminster. Und er ist eine ziemlich berühmte Person in Ferun. Aber dazu gleich mehr. Ich habe viele Geschichten über eure Taten gehört, seit wir voneinander getrennt waren. Es scheint, dass Schicksal euch für Größtes an der Schwertküste ersehen hat. Eine rechte Last für einen jungen Menschen. Ich habe nur getan, was ich für das Beste hielt. Das sagt Sihaira. Das scheint für wahr der Fall zu sein. Eure Handlungen zeugen von Nächstenliebe und freiem Willen. Sei dies nun Absicht oder nicht, aber genug von meinen Ausführungen. Vor euch liegt eine lange Reise und ich will euch mit meiner Rede nicht aufhalten. Ich kann euch eine Information geben, wenngleich sie für euch vermutlich nicht neu ist. Die von euch gesuchten Räuber halten sich gewöhnlich im Nordosten auf. Nun will ich meinen Abschied nehmen. Ich habe wieder diesen seltsamen Mann getroffen, doch jetzt hat er sich als Elminster zu erkennen gegeben. Jeder, der in den Reichen umherreist, kennt den Mann, doch ich weiß nicht zu sagen, was sein Interesse an mir ist. Er meinte, die Räuber, die ich suche, halten sich gewöhnlich in Nordosten auf. Wieder frage ich mich, warum er meine Sorgen so viel Aufmerksamkeit schenkt. Ja, Elminster, der übrigens da jetzt in der Schmiede verschwindet, gehört zu den drei mächtigsten Magiern ganz Feruns. Ich muss eine Pause einlegen. Ich habe schon lauter Wunde stellen. Der andere ist... Nach einer Rast. Mann, ich habe seinen Namen vergessen. Also seinen ganzen Namen. Ich glaube, sein ganzer Name ist Kelben, der einer der Fürsten von Tiefwasser. Also das weiß ich definitiv, er ist einer der Fürsten von Tiefwasser. Ist ein weiterer der drei mächtigsten Magier Feruns. Nur den dritten kenne ich nicht. Also von dem habe ich noch nichts gehört. Ich weiß nur, dass es drei mächtige Magier gibt. Elminster, den wir gerade getroffen haben. Kelben aus Tiefwasser. Und noch einen dritten. Ah, aber jetzt haben wir hier Officer Wei getroffen. Ah, Talisa. Ich dachte mir schon, dass ihr es sein könntet. Hier im Süden spricht man praktisch von nichts anderem als euren Taten in Naschkel. Ich bin Offizier Wei von der Flammenden Faust und ehrlich gesagt könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Also wirklich unsere Hilfe. Das ist schon mal gut, dass ihr uns nicht angackt, weil wir abgeholfen haben. Ich bin geehrt, eure Aufmerksamkeit erweckt zu haben, Offizier. Wie kann ich euch behilflich sein? Meine Truppe und ich sind vom Baldur's Tor abgeschnitten. Wir haben schon seit fast einer Woche keine neuen Befehle erhalten und ehrlich gesagt gefällt mir das Ganze gar nicht. Die Befehle sind seit eurer Rückkehr aus Neschke schlimmer geworden. Früher dachte ich, dass es sich dabei nur um gewöhnliche Räuber handelt, die schnell etwas Geld verdienen möchten. Aber heute sehe ich das anders. Die stehen bestimmt in jemandes Auftrag. Eiserner Thron. Das haben wir vor den letzten Kopfgeldjägern erfahren. Auf jeden Fall muss ich meine Truppen zu Baldur's Tor zurückbringen. Ich werde für jeden Räuberscalp, den ihr mitbringt, 50 Goldmünzen bezahlen. Sagt das bitte auch weiter. Ich will dieses ganze Gebiet gesäubert haben, bevor der Winter beginnt. Gut, neuer Eintrag. Offizier Wei von der Flammenden Faust sitzt mit ihrem Kontingent in Perikost fest. In ihrer Verzweiflung weiter Baldur's Tor zurückzukehren, hat sie mir für jedes Räuberscalp, das ich hier bringe, 50 Goldmünzen geboten. Sie wartet im windigen Schwindler auf mich. Beinahe unter meiner Würde. Oh, ich bin ein bisschen müde. Gut. Schlaf. Wir übernachten jetzt hier kurz. Bei mir ist das Bier königlich. Billig. So. Und jetzt wird es mal wieder Zeit für einen Cut. Deswegen speichere ich LP 009. Und dann sehen wir uns gleich wieder.